Hallo, liebe Leute, hier noch einmal eine Zusammenfassung der wesentlichen Dinge, wenn es darum geht, eine Prüfung zu schreiben. Und zwar unterscheiden wir Punkt A, das sind alle Prüfungen außer Recht. Die Rechtsprüfung ist eine besondere Prüfung, da gelten etwas andere Gesetzmäßigkeiten, ist ja auch nicht Betriebswirtschaftslehre, sondern Recht. Also jetzt unter Punkt A sprechen wir von allen anderen Prüfungen. Der erste Schritt, den Sie vornehmen, ist, Sie überfliegen die komplette Prüfung. Und dabei machen Sie sich klar, wie viele Aufgaben, und Sie subvokalisieren das. Das heißt, Sie sprechen das im Geiste. Zum Beispiel, aha, es sind 6 Aufgaben. Sie müssen wissen, wo der Anfang ist und wo das Ende ist, um Souveränität zu gewinnen. Also, Sie subvokalisieren die Anzahl der Aufgaben. Im zweiten Schritt steigen Sie ein, und zwar steigen Sie ein dort, wo Sie sehr schnell Erfolgserlebnisse sammeln können. Erfolgserlebnisse sammeln Sie immer da, wo Sie mit einem bekannten Verhaltensmuster, mit einem bekannten Wissensmuster punkten können. Sie fangen also immer an mit dem Vertrauten, also mit Begriffen oder Strukturen von Aufgaben, die Ihnen vertraut sind. Dort steigen Sie ein. Und bei dieser Aufgabe, bei der Sie eingestiegen sind, beachten Sie bitte folgende Punkte. Unter A finden Sie zunächst die Handlungsaufforderung. Die Handlungsaufforderung ist da, wo die Punkte stehen und wo der Buchstabe steht. Links der Buchstabe, rechts die Punktzahl. Dort finden Sie die Handlungsaufforderung. Dann unter B werden Sie die Schlüsselworte hinschreiben. Die Schlüsselworte aus der Aufgabenstellung hinschreiben und dabei unter Schritt C eine Struktur der Lösung entwickeln. Struktur der Lösung heißt, wenn dort zum Beispiel steht, nennen Sie 3 Vorteile, nennen Sie 3 Nachteile, ist das hier eine Struktur der Lösung. 1, 2, 3 Vorteile, 1, 2, 3 Nachteile. Struktur der Lösung kommt vor Lösung. Und dann werden Sie im letzten Schritt die Lösung hinschreiben. Wenn Sie die Schritte vorher beachten, ist das einfacher, als Sie meinen. B. Die Rechtsprüfung. Die Rechtsprüfung ist etwas anders. Bei der Rechtsprüfung bekommen Sie zunächst einmal einen Fall. Und dann bekommen Sie eine einfache Frage, zum Beispiel, ist die Forderung berechtigt oder ist die Kündigung wirksam? Und diese einfache Frage erfordert aber auch wieder eine Struktur der Lösung. Das heißt, Sie werden im ersten Schritt den Fall übersetzen in eine Skizze, damit Sie auch hier schnell ins Schreiben kommen. Erinnern wir uns bitte daran, die einzige Aktion, die Punkte bringt, ist das Schreiben. Also auch hier eine Skizze. Zum Beispiel A verkauft an B einen PKW. Verkauft PKW. Ja, so übersetzen Sie den Fall in eine Skizze, damit Sie ins Schreiben kommen. Auch hier wieder. Und unter zweitens kommt das Zauberwort. Das Zauberwort heißt Rechtsgrundlage. Das schreiben Sie ganz am Anfang hin. Schreiben Sie das Wort hin. Rechtsgrundlage Doppelpunkt. Und Sie wissen, Juristerei ist einmal eine Zuordnung und B die Anwendung. Ein Spiel, das aus 2 Schritten besteht. Einmal zuordnen, das heißt den Fall dem Paragraphen zuordnen. Und diesen Paragraphen oder die Paragraphen schreiben Sie dann hier oben hin und dann das anwenden, was im Paragraphen steht. Der erste Schritt, die Zuordnung, ist das Schwierigere. Der zweite Schritt, die Anwendung, das Leichtere. Durch die Zuordnung haben Sie bereits 80% der Lösung erreicht. Dann brauchen Sie das nur noch anzuwenden, was im Paragraphen steht. Okay, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Alles Gute. Tschö.
Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.